Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Zaphos 2 Saurian. Im letzten Part sehr viel erfahren, nämlich wie Lady Vega aussieht, warum Solo so ist, wie er ist, und das dritte habe ich vergessen. Achso, ja genau, die Ziele von den Bösen. Wir sollten jedenfalls fernsehen. Okay, stimmt ja, wir sollten fernsehen. Und ich habe am Ende des letzten Partes Ninja gezeigt. Ich hoffe, das reicht. Aber das Bild hätte man selbst googeln können. Egal. Es hat gepiept. Die kennen wir doch nicht. Nein, wo kennen wir sie nur? Die haben wir nur im letzten Part gesehen. Ja. Wer spricht denn da? Seid gegrüßt, ihr Einfallspinsel. Und ich habe vergessen, mich verdammt nochmal auf beschäftigt zu stellen. Ich bin Vega. Man nennt mich auch die künftige Herrscherin der Erde. Wer nennt dich so? Du dich selbst? Eingebildet. Das ist Vega. Sie ist halt Boss. Piep, 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 piep. Auf allen Kanälen läuft dasselbe. Sie muss sich in die EM-Wellenquellen eingeklinkt haben. Ich dachte schon, jetzt antwortet sie, natürlich habe ich das. Aber das wäre sinnfrei, da hätte sie... keine Ahnung. Natürlich habe ich nicht vor, einfach so in diese Rolle zu schlüpfen. Ich weiß, ihr werdet mir nicht einfach so von Anfang an gehorchen. Deshalb werde ich euch zeigen, dass Widerstand zwecklos ist. Und zwar, da fehlt ein Punkt, oder das U ist grob, sollte klein... mit einer Demonstration, die sogar die Dümmsten von euch verstehen. Ich werde die Kraft jener legendären Zivilisation entfesseln. Wenn ihr schwachen und dummen Kreaturen meine neue Macht seht. Schwach bist du. Dumme Kreaturen gibt es sicherlich einige, aber... schwach bist definitiv du. Ja. Irgendwie Satz weiter und so. Werdet ihr erkennen, dass ihr euch mir nicht widersetzen könnt und dass ich über euch alle herrschen werde? Niemals! Und wir haben die Hälfte verpasst. Habe ich's nicht gesagt? Sie versucht, Mu wieder zu beleben. Was gibt's? Telefonieren. Öffnen. Jiro. Warte, wie geht es Sonja? Tja, es geht ihr immer noch sehr schlecht, aber sie muss dich sprechen. What the hell, ruh dich aus. Jiro. Sonja, bist du okay? Ich bin okay, mach dir keine Sorgen um mich. Natürlich machen wir Sorgen um dich, uns. Also nicht Sorgen um uns, sondern... uns Sorgen um sie, so. Mein Deutsch ist echt geil. Du musst mir zuhören. Wenn es Vega gelingt, Mu wieder zu beleben, dann wäre das Ende dieses Planeten. Doch, was, Andromeda? Mu, was kann es sonst noch geben? Meteor? Scheiße. Okay. Geo. Vergiss, was ich gesagt habe. Nur du kannst sie aufhalten. Du bist der Einzige. Okay, du hast mir alles Nötige gesagt. Red nicht mehr weiter, du brauchst Ruhe. Ich glaube, sie hat sich das Opat aus den Tiefen des Bermuda-Labyrinths geholt. Nein, sie hat das Opat nicht aus den Tiefen des Bermuda-Labyrinths geholt, sondern sie hat das Opat aus uns, unserem tiefen Magen geholt, was tief... zufällig tief im Bermuda-Labyrinth versteckt war. Versteckt ist das falsche Wort. Du musst sie aufhalten, Mega Man. Du bist mein Held. Okay, es ist unlogisch, wenn es kurz mal rum ist, auch nur die Verbindung weg ist. Besonders, dass die Verbindung weg ist. Sonja? Sonja, Sonja, antworte mir! Leute! Bart, Zack! Was ist los? Mist. Ich glaube, Sonja hat das Bewusstsein verloren. Scheiße.
Halte durch, Sonja. Wir werden Hilfe holen. Doktor, Schwester, irgendjemand. Wir brauchen Hilfe. Piep. Stille. Ich muss ins Krankenhaus. Okay. Ich kann nicht bei ihr sein. Bleib also für mich an ihrer Seite. Gio. Okay. Achte nur darauf, dass du heil zurückkommst. So wie im ersten Teil auch. Bitte. Ich bitte dich, sowas haben wir schon mal durchgestanden. Also warum nicht noch ein nächstes Mal? Meine Stimme kackt immer noch ab. Immer bei Press, immer. Besonders mit Halsschmerzen. Bermuda-Labyrinth. Wir müssen uns beeilen, Mega. Ja, endlich kann ich mich mal wieder austoben. Ja, das kannst du. Warte, Mega, sie haben dir das Opat abgenommen? Wir können den Stammfortsetzmodus nicht mehr benutzen. Ja, wahrscheinlich nicht. Was nun? Weißt du, ich denke, es wird schon gut gehen. Ich wünschte, ich hätte deine Zuversicht. Ich kann diese Stimme in mir drin immer noch hören. Sie haben nur das Opat, aber nicht die Kraft, oder was? Die Stimme der Saurier. Das Opat haben wir vielleicht verloren. Nicht aber seine Kraft. Cool. Bist du dir sicher? Wenn du recht hast, wäre das eher ein Fluch als ein Segen. Ein Fluch? Ich meine, wir werden stärker, kann doch nur ein Segen sein. Tja, wenn er mich stärkt, dann ist das ein Fluch nach meinem Geschmack. Okay. Warum fürchtest du dich? Das ist mein Fluch und ich kann mit ihm leben. Jedenfalls müssen wir zum Bermuda-Labyrinth und zwar schleunigst. Ich hab den Weg dahin vergessen. Und ich hab schon wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Aber große Welle, hast du was Neues? Haben wir, brauchen wir nicht. Theoretisch sollte man sowieso. Irgendwann muss man das kaufen, ne? Also, jedenfalls. Es ist doch so im ersten Teil gewesen, dass man sowieso jede Karte braucht. Einmal. Ich will das kaufen. Verdammt, scheiße. Besonders wenn ich jetzt da hingehe. Aber nein, ich habe nicht genug Geld. Und jetzt sollte ich auch erstmal wieder den Zenny-Werfer rein. Zenny-Werfer, genau. Werfer. Zenny-Sucher reintun. Quatsch, wo laufe ich denn hin? Ich muss mich erstmal einpulsen. So ehrlich. Hören. Was ist mit dir los? Da hinten sind ja auch noch Bäume, die habe ich nicht bemerkt. Moment, schwebt die ganze Stadt irgendwie. Unter noch einem Wald. Ich würde die Plattenform erklären. Gib mir 24.000 Cent. Geiz halt. Damit ich mir dann die Gigakarte holen kann. Moment, seit wann gibt es hier solche Gegner? Egal, wir brauchen Zennies. Stirb. Mit Eis. Aber egal, wir bekommen Zennies. Schade, 24.000 wären doch etwas besser gewesen. Aber leider gibt es ja nicht so viel von Gegnern. Echt schade, sollte man mal einführen. Ein Gegner, der 24.000 gibt. Na, ich müsste theoretisch nur 5 mal Cancer Bubble besiegen, aber... Hab ich schon mal getan. Da habe ich nämlich immer das ganze Geld gefahren. Warum mache ich das jetzt eigentlich nicht? Weil ich nicht Bock habe, irgendwie jetzt in einem LP dahin zu gehen. Offscreen ist was anderes, aber dazu bin ich zu faul, da erstmal hinzugehen. Jetzt schon eine Sequenz. Wow. Jetzt ist die Zeit gekommen. Das Opat wird uns den Kontinent Mu wiederbringen. Wie können Sie Mu mit dem Opat entfesseln? Mu verwendet EM-Wellen als Energiequelle. Zur Wiederherstellung von Mu sind EM-Wellen erforderlich. Und da es ein Kontinent ist, wird eine enorme Quelle an EM-Wellen benötigt. An dieser Stelle kommt das Opat ins Spiel. Verstehe. Das Opat ist eine solch mächtige Energiequelle. Hollow ist anscheinend wieder gesund. Putz munter. Opat.
Jetzt ist die Zeit gekommen, den Kontinent Mu wiederherzustellen. Mitten durchs Herz, Mitte, Bing, Dings, Bums, irgendwas. Ja, Herz, habe ich doch gesagt. Was war das für ein Geräusch? Sie kommt der Wiederherstellung von Mu immer näher. Uns läuft die Zeit davon, Kleiner. Nenn mich nicht Kleiner, Kleiner. Ich bin größer als du. So, hier ging es jetzt zu. Was war? Und hier unten ging es zum Bimbala. Du und... Verdammt, ich bitte noch einen. Ach, komm schon. Ist doch mal voll unnötig. Er hätte auch mit sterben können. Ich will nur ein paar Zennies holen. Aber natürlich werde ich jeden haben, wisst ihr. So. Hyde? Da bist du ja, Mega Man. Hyde. Dark Phantom. Es wird noch dauern, bis Mu wieder hergestellt ist. Du wirst an diesem Drehbuch nichts ändern. Pass auf, Kleiner. Wow. Zu feige zum Kämpfen. Zu langsam. Genau. The hell. Tja, wer einmal scheitert, muss es immer wieder versuchen. Du wirst immer noch scheitern. Oh ja. Er will uns nur aufhalten. Wo sind wir? Ich würde lieber Dark Phantom besiegen, anstatt diese Viren. Aber sowas von. Müssen das so starke Viren sein? Nee, jetzt im Ernst. Ist doch nicht zum Aushalten. Schade. Oh Gott. Oh Gott, die bewegen sich ja so schnell, das habe ich beinahe vergessen. Ja. Stirb. Komm schon, stirb. Junge, ich habe 2, ich brauche 4 Schuss. Schaffst du, bevor er angreift, schaffst du. So. Leider bekommen wir natürlich nichts davon und 3 oder 4 Kämpfe auf einmal. Komm, jetzt war ich ja schon. Wir haben die Kraft noch, also zwei Bestand? Nö. Das war so klar, dass ich den bekomme. Ich habe die Karte gerade einmal kurz gesehen. Natürlich musste ich sie bekommen. Oh Gott. Aua. Au. Hat mich das Wasser erwischt? Ja, anscheinend. Hä, was hat mich jetzt erwischt? Etwa... Ich check diesen Wassergegner nicht mehr. Betonung liegt auf nicht mehr. Jetzt stirb. Oh, das wollte ich nicht. Naja, Wassergegner ist tot. Eigentlich voll eine gute Kombi. Fällt mir gerade so ein. Aua, voll vergessen. Weil Wasser und so... Also Jetski mach ich. Meine Güte, endlich sind sie tot. Komm, noch mehr! Mine, die hatten wir lange nicht. Mine. Oh Gott, da fällt mir ein. Na bitte. Verdammt, da kommt doch sowieso keiner hin. Oh. Ja, die und ich bin eh gleich tot. Bewegt dich nicht so schnell, verdammt. Okay. Ja, es sind ehrlich 4 Kämpfe. Meine Güte, will ich verreckt jetzt.
So, das machen wir, dann sind die schon mal platt. Das und das und der eine müsste auch platt sein. Naja, das funktioniert, glaube ich. Aber ich hätte gerne die Sensenkarte mit Stern Nummer 3 und dann 3 davon. Also 3 normale. Kann man nicht aufladen. Finde ich schade. Finde ich sehr schade. Oh. Hey, Irrenlager. Beinahe vergessen. Der rennt ja erstmal noch ein bisschen. Gift bringt nichts, also... Grüner Teppich. Das war knapp. Okay. Mann, dieser Kerl und seine Drehbücher, da wird sich jemand schön freuen über das, was jetzt Mega sagt. Das war eine üble Nummer. Wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen den Ausgang finden. Aber ich sag, wir sehen uns im nächsten Part, da ich nicht weiß, wie lange wir schon aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.